treten zum ersten Mal hier in Deutschland auf. Und das hier bei Ihnen im Lachen-Speyerdorf. Aus Sao Paulo, Brasilien, wagemutige Motorradfahrer in der Motorradkugel, dem sogenannten Globe of Death. Das Team Noguera. Und nun, habe ich mir sagen lassen, braucht es einmal einen ganz besonders mutigen, naja, lebensmüden Freiwilligen. Und es wäre gut, wenn er gut versichert wäre. Okay, Sie brauchen keine Angst haben, ich kann nichts passieren. Und in so einer Motorradkugel, da belassen wir es natürlich nicht bei einem Fahrer. Denn hier kommt Nummer 2. Und was Sie nun erleben, meine Damen und Herren, das ist etwas ganz Besonderes. Denn normalerweise haben diese Motorradkugeln einen Durchmesser von ca. 5 bis 7 Metern. Unsere Kugel hier ist die kleinste Motorradkugel in Europa. Sie hat einen Innendurchmesser von nur 3,80 Metern und nur beiden Fahrer fahren darin mit bis zu 60 km/h. Aus Sao Paulo, das Team Noguera!
unsere Magenmultiputtorlerfahrer im Klo-Hoff-Fest aus Brasilien, das Team Lodeira!